hat es oberste Priorität, Kosten zu reduzieren, die Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit zu steigern sowie ein Höchstmaß an Qualität sicherzustellen. Lückenlose Transparenz bis auf den letzten Meter ist hierfür der Schlüssel. Diese Transparenz bis in die unterste Feldebene, dafür steht der offene Kommunikationsstandard IO-Link. Dieser lässt sich in alle gängigen Feldbus- und Automatisierungssysteme integrieren. IO-Link bindet Aktoren, Sensoren und Feldgeräte wirtschaftlich und einheitlich mit einer einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindung an die Steuerungsebene an. Dies reduziert deutlich den Verdrahtungsaufwand und schafft so die Voraussetzungen für eine zentrale Fehlerdiagnose und Fehlerlokalisierung bis ins Feld. Wir verfügen über die schnellsten IO-Link wieder am Markt. Unsere Produktfamilie SIMATIC RF200 mit IO-Link-Schnittstelle wurde um wieder nach IO-Link-Standard V1.1 erweitert. Die Schreiblesegeschwindigkeit der neuen Reader ist dabei mehr als 10-mal höher als die der bestehenden Serie nach IO-Link-Standard V1.0. Standardisierte Kommunikationsaufgaben wie das Lesen einer Identnummer oder das Lesen und Schreiben beliebiger Anwenderdaten können so besonders schnell und kosteneffizient umgesetzt werden. Es ist keine Programmierung notwendig. So ist unsere SIMATIC RF200 Reader-Reihe mit IO-Link-Schnittstelle ideal für Einsteiger geeignet. Die Schreiblesegeräte zeichnen sich neben ihrer Geschwindigkeit durch ihre kompakte und robuste Bauform in hoher Schutzart IP65 aus. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung und zum Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen. Die IO-Link-Reader nach Standard V1.1 werden wie gewohnt über die standardisierte IO-Link-Schnittstelle an IO-Link-Master-Module von Siemens oder vielen anderen namenhaften Herstellern angeschlossen. Bestehende Lesegeräte nach IO-Link-Standard V1.0 sind selbstverständlich weiterhin für Sie verfügbar.